Martin, Martin. Hm. Wenn sie wieder fit ist, wirst du ihr sagen, dass deine Aussage im Versicherungsprotokoll eine Lüge war? Eine Lüge, Alexander, das... Nee, gut. Das war keine Lüge, das war... Martin, die Wahrheit ist die Wahrheit und wird immer die Wahrheit bleiben. Und das war nicht die Wahrheit, also sagst du es ihr? Erstmal nicht. Und wirst du Vera sagen, dass du gestern gekniffen hast? Na, was heißt denn gekniffen? Ich habe ihr gesagt, dass ich den Termin auf heute verschoben habe. Herzlichen Dank nochmal, dass du ihr die akute Appendix untergejubelt hast. Das war sehr gut, sehr gut. Gerne. Aber das ist heute auch kein Termin, oder? Nein. Martin, ich bin fruchtbar. Das ist eine Riesendemütigung. Du lügst mir einfach so ins Gesicht, ja? Ihrer Schatz. Ich habe gerade Dr. Burkhardt von der Urologie im Fahrstuhl getroffen. Und siehe da, kein Termin für Dr. Kahnweiler, weit und breit. Dr. Gruber. Dr. Fendrich. Hast du denn wirklich so eine Angst, dass es an dir liegt? Das ist doch Quatsch. Ich kann ganze Armeen zeugen. Das ist kein Problem. Zack, zack. Ah, dann mach. Ein Baby würde mir schon reichen. Das ist hier nicht der richtige Zeitpunkt, über solche Dinge zu reden. Punkt. Punkt? Hm. Du bewegst auf der Stelle ein paar von deinen verschreckten Spermien unter das nächste Elektronenmikroskop. Punkt. Dr. Gruber. Dr. Fendrich. Bye-bye.